Wind Waker empfunden, nach Empfinden. Ah. Achso, was ich schon mitbekommen, es soll A Link to the Past 2 rauskommen. Ja, klar. Das kommt ja für ein 3DS. Ja. Das ist so ein bisschen mit so einer Perspektive, wo man an Wänden irgendwie lang gehen kann. Ganz, okay. Sieht aber ganz nett aus. Ich glaube, ich werde mir nochmal ein 3DS holen müssen. Ja, ich habe ja zum Glück noch einen. Homer, wo bist du denn hin? Ganz weit hin. Als halt so kleiner kann nicht so schnell. Aber mittlerweile bin ich von meinem Leben her echt signifikant hinter euch, ey. Krass. 664, selbst der Bogenschütze ist relativ weit darüber. Das ist schon krass. Braucht man neues. Wie kann Homer eigentlich vom Level über uns sein? Der war doch die ganze Zeit unter uns. Weil ich jedes Kleinvieh angreife, was ich überhaupt sehe. Aha. Ich war auch eine Zeit lang hinter euch, aber mittlerweile bin ich relativ gut gleich auf. Also ich habe gerade 93 XP auf 22. Auf 22 auf 464. 322. Ich bin von 100 aufs nächste. Was? Auf 24 brauche ich noch 500 XP. Okay. Noch 100 in etwa. Auf 23. Oh, wo ist denn jetzt die Kack-City? Hier ist erstmal noch eine Pyramide. Das Wasser ist voll schnöde, öde. Wie man im Meer so eine Teleport-Sachen finden soll, ne? Ne, das sollte ja gar nicht so schwer sein, weil das ja höchstens auf diesen Inseln sein kann, ne? Ja, nicht unter Wasser vielleicht? Halte ich für unwahrscheinlich. Kann ich mir auch gut vorstellen. Es gibt ja so richtige Strategien, wie man die findet. Ah, ich hab mich verlaufen. Du hast auch eine Strategie dazu? Sich verlaufen, ja. Die A, ich hab mich verlaufen, Strategie. Ja, da gibt's eine Strategie, die zu finden. Ist ja noch eine Alpha, das ist alles noch sehr einfach aufgebaut. Durch das Raster-Prinzip. Frag mich gerade, ob es hier bei Cube World vielleicht auch irgendwann sein wird, wie bei Minecraft, dass wenn ein neuer Map-Generator kommt, dass man wieder eine neue Map anfangen muss oder so. Ich glaube, der Map-Generator wird dich nicht ändern. Wenn neue Biome eingepackt werden vielleicht irgendwann, dann muss er sich ja ändern. Aber wieso solltest du dann eine neue Map anfangen? Es wird ja immer eine ganze Region generiert. Bei Minecraft wird ja immer Biom für Biom generiert. Von daher kann da nichts kaputt gehen. Fast da, es kann nicht mehr so weit sein. Eieiei. Alter. Was denn? Da hat mich dieses Pissviech zerlegt gerade mit seiner Stampfattacke. Was für ein Pissviech? Human. Was macht der auf dem Meer? Oder auf der Insel. Machen wir jetzt diese Pyramide nicht? Ist die jetzt über unserem Level oder was? Weiß ich nicht. Nee, die ist perfekt drinne. Also ich war auf der Insel und die waren türkis da. Nenn es einfach mal türkis die Farbe, oder? Ja, warum fahrt er dann weiter? Ja, weil ich halt kurz in der City gucken wollte, ob es da jetzt wirklich eine andere Lampe gibt. Ja, eigentlich noch Hardflowers, frag ich mich gerade. Fahren wir dann gleich wieder zurück, oder wie? Ich dachte dann ins andere Gebiet, weil auf Ocean haben wir doch eigentlich nicht so wirklich die Lust, oder? Wo war denn das? Ah, gut. Also es gibt zwei Gebiete, wo wir jetzt direkt hin könnten. Beziehungsweise recht schnell hin können. Wir können auch hier kurz noch die Quests machen, die danach der Stadt im Verhältnis nicht weit aussehen. Also hier diese Pyramide ist ja schon... Wäre schon ganz gut, oder nicht? Hat die plus irgendwas? Weil sonst ohne Quest lohnt sich das, glaube ich, nicht. Geht bei mir gar nichts dran. Läuft eine Schildkröte rum. Also die Schildkröte war weiß. Boah, der Digga ist so geil. So ein Hai, der ist orange, hau ich einfach mit drei Schlägen, beziehungsweise elf mehreren, um.
Mein Pad geht im Ocean. Überpacken. Leer. Huch. Stimmt, ihr kannst ja eigentlich aufladen, ne? Ja. Los, trink Wasser. Dankeschön. Da muss ich jetzt nur noch den Händler finden. Aber bist du bei der Stadt angekommen? Ja. Also bei mir dauert es noch was. Noch etwas. Ich sehe die Stadt auch schon. Ich muss neue Flaschen kaufen. Hä? Lol, ich hatte gerade die Sicht in dem Haus, obwohl ich daneben war. Oh. Oh. Und es gibt hier die Standard Iron Lamp. Und Candy. Oh, geil. Candy? Ah, für. Aber Standard Iron Lamp ist doch unsere, oder nicht? Ja. Wir haben schon eine bessere, wir haben eine grüne. Wir haben schon eine grüne. Oh, die geben gut XP, die Dinger. Piranhas? Nee, hier. Snout Beetles. Guck auch mal in Höhlen rein. Die haben wir total vernachlässigt. Vielleicht kann ich keine Pineapples auch sammeln. Ich hab doch nur 15. Ups. Ach, drückst du eh und er nimmt nichts auf? Ja. Das ist auch mal bei mir manchmal ein Bug. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo neben den ganzen Palmen und sowas mal einen Affen finde. Das ist ja, müsste es doch eigentlich. Palmen, Affen, Kokosnüsse, Banane. Ja, hört sich sehr sinnvoll an, ich weiß, aber irgendwie bis jetzt noch kein Glück gehabt. Boah, Piranhas sind Arschgesichter, Alter. Unfassbar. So wie das muss, ne? Also der Tempel ist rot. Übrigens. Ja. Ich glaube, da gehen wir nicht rein, oder? Nee, macht dann keinen Sinn. Witzig ist halt nur, dass die Viecher hier rundherum eigentlich eher so medium sind. Also medium durch. Wieder für ein Ranger. Das ist nichts für ein, obwohl doch noch Line sind für ein Ranger, stimmt. So, ich chill mich jetzt hier auf die Insel und mach erstmal eine Runde Kokosnusspause. Jetzt legst du erstmal einen fetten Schiss in die Schüssel. Oder das. Weil das andere ja nicht romantisch genug war. Ach so. Da hinten ist das Crafting District. Aber wäre ganz gut, wenn ich mal ein paar Sachen verkaufen könnte jetzt bei dem Händler. Das habe ich nämlich nötig. Ich habe ziemlich mein Inventar langsam voll. Also noch lebt er, ne? Ja, okay, wenn ihr den wegbombt, bringe ich euch um. Dann finde ich raus, wie man Friendly Fire anmacht. Marcel? Was los? Der Händler lebt, doch willst du dich verarschen? Was denn? Der ist tot. Was für ein Bombenquatsch, oh. Ach Leute. Also Adrian, das ist jetzt echt unnötig, ne? Ich hab ihn nicht getötet, ich hab nur gejoked. Ja, wenn ich da gleich ankomme und er ist tot, Alter. Dann gibt's Kasala, das kannst du aber. Klatscht und kein Beifall, Junge. Klatscht und kein Beifall. So ist es. So incest, what? Ja, der Snowbeetle ist schwimmen gegangen. Aber gerade tätig würde ich auch gerne einfach so einen Pool in meinem Zimmer haben. Und von daraus auch. Barkbeetle, ne? Okay, der ist orange. Alter, macht gut Damage. Barkbeetle? Wo ist denn der? Hier bei mir war einer. Warum hast du noch was zum Zähmen, oder was? Ja. Mit was kann man denn Barkbeetle zähmen? War doch Brot, haben wir doch gar nicht gemacht. Doch, hatte ich mal gemacht mit Brot, war das doch mal, ne? Oder nicht? Erst, wann ja. Hast du das denn Goethe gemacht? Weiß ich schon her. Ist der bei dir dann noch? Ne, ich hab ihn getötet. Oh. Der ist aber noch ein zweiter, der ist ins Wasser gesprungen, ich weiß nicht genau. Geh mal da hin zu der Insel.
Also hier sind mehrere, so ist es nicht. Irgendwie finde ich hier in der Stadt nur die Schmiede. Reine Schmiedenstadt steht. Eine Humidenstadt. Eine Schmiedenstadt. Noch ein Snoutbeetle, die töte ich aber, die braucht keiner, oder? Nö. Schön 12 XP einsahen. Was bringen nochmal die Spirits auf der Waffe? Angeblich Schadenserhöhung. Kommt aber drauf an, welche Dingens, was das für ein Ding ist. Manchmal wirst du auch einfach nur schneller geheilt oder der Stamina regeneriert sich schneller, irgendwie sowas, habe ich mal gehört, das soll auch gehen. Okay. Was? Welche? Die Spirits? Ja, da gibt es halt unterschiedliche Wirkungen. Mal wird deine Waffe halt stärker, mal hast du einen schnelleren, regeneriert sich die Stamina schneller und sowas. Das hat nicht immer nur was mit der Waffe an sich zu tun. Apropos, ich habe gerade einen gefunden. Lol. Unholy Spirit 58. Was für ein Power Level sind wir denn mittlerweile eigentlich? 52. So, Ananasse. Vielleicht kannst du dir aufheben. Nee. Ja. Also ich hatte vorhin schon ein paar aufgehoben. Das ging. So, wo ist denn jetzt hier der Handler? Handler? Das ist der Crafting District, den ich mit dir finde. Wo ist denn jetzt der Händler? Der handelt gerade eine Runde. Und hier ist auf jeden Fall erstmal hier Workbench und sowas. Das ist doch gut, da kann ich schon mal ein bisschen was verarbeiten. So, Wood Cube. Stück. Leftovers plus 100. What? Was? Ja. Hier hat gerade ein roter Moskito gedroppt. Ja, dann identifizier mal, ne? Das erste noch nach dem Barkeeper. Ja, toll, ey. Ich habe keine einzige Silk Yarns mehr. Super geil. Kennen wir also überhaupt keine. Rüstung basteln, selbst wenn ich wollte. Ich habe auch kein Silk mehr. Was war Silk nochmal? Also das ist eigentlich Cobweb. Die Spinnenweben. Ah, die gibt es ja nur in grünen Gebieten, beziehungsweise in so welchen hier. Also ich kann die Ananas so. Hier aufnehmen. So, wo sind denn jetzt? Ach, da vorne ist auf jeden Fall schon mal das Schneidern. Da gucke ich mal, ob ich gerade irgendwas machen kann. Oh, hier ist ein grüner. The Temple of Langor. Candy war für Katze, oder nicht? Ne, kann ich nichts machen. Kann ich mir dann irgendwas basteln? Silkian habe ich 0 und. Hä, was schießt da auf mich? Ein Hane. Ne, ein Lizardman ist da unten. Oh, ich brauche auf jeden Fall noch mal neue Equips hier. Scheiße. Und die, ich kann mir gar nichts herstellen. Ich muss also irgendwas kaufen. Wo sind denn hier die Kackhändler? Ja, ich kann die Ananas da aufnehmen. Hast du den Barkwinkel gefunden? Nee. War keiner mehr da. Dann ist der ertrunken. Wo ist hier der Identifizierungsmann? Nah beim Gemischtwarenhändler, du. Okay. Sind zwar stärker die Bracelets, ich glaube, ich behalte mal zwei Bracelets, um die einfach mal nebeneinander auszuprobieren. Heavy Wood Stuff. 45, das kann weg. Kann weg. Oh, die sind besser als meine. Also die nicht weg. Nicht besser. Der kann weg. Okay, der Chest ist zwar gut, aber besser als meiner. Hier ist im Wasser, wo ich stehe,
irgendein Snout Beetle von euch.